Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Koppelstange an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Das Gelenk der Koppelstange verbindet die Koppelstange mit den Stoßdämpfern, um die Räder jederzeit am Boden zu halten. Um es auszuwechseln, löse und entferne zunächst das obere Kugelgelenk der Koppelstange. Verwende dazu einen 17er Maulschlüssel, einen Steckschlüssel und einen 15 mm Einsatz. Blockiere die Drehung des Kugelgelenks mit dem Maulschlüssel und entferne die Mutter mit dem Steckschlüssel. Wiederhole den Vorgang am unteren Kugelgelenk. Nimm das neue Kugelgelenk der Koppelstange zur Hand und entferne die neuen Muttern, um das Gewinde einzufetten und zukünftige Ausbauten zu erleichtern. Setze das Gelenk ein und schraube die Muttern mit einem Steckschlüssel, einem 15 mm Einsatz und einem 17er Schlüssel wieder an, um die Drehung der Schraube zu vermeiden. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet.